Also die Rechtsradikalen sollte man in die Wüste schicken. Und die Rechtsradikalen sollen die Linksautonomen, die Linksradikalen, gerade mit in die Wüste nehmen. Und am besten das alle Wasser. Sie sagen dort einfach verdursten, dann sind wir dann auch langsam endlich los. Weil all die Radikalen machen immer nur Sachbeschädigungen, Einbruch, Diebstahl, Drogenhandel und einfach Misswirtschaft im Allgemeinen. Darum sollte man die Linksautonomen und Neonazis irgendwie in die Sahara schicken. Oder sie sollten gerade auf Afghanistan gehen. Dort wären sie gut aufgehoben, mit den Taliban zusammen. Und dann tut man einfach mal ein paar Raketen rüber schicken.